Verbesserungen aus dem Update 1.129 von Forge of Empires. Seit dem 27. Juni 2018 ist das Update 1.129 aktiv. Es enthält einige erwähnenswerte Neuerungen. Das beginnt mit der Möglichkeit, zwischen den Welten wechseln zu können, interessant für die Spieler, die auf mehr als einer Welt eine Stadt haben. Im Bild zu sehen ist die Handhabung in der PC-Version und hier auch in der iOS-Version, also iPhone. Hier geht man auf Optionen sowie zum Ausloggen. Dann werden die Welten angezeigt, auf denen man bereits eine Stadt besitzt, ein Klick und die Stadt wird geladen. Das gefällt mir. Die zweite Neuerung ist die Suchfunktion im Inventar. Hier am Beispiel des Tholos erläutert. Angesichts immer vollerer Inventare eine richtig gute Idee. Dritte Verbesserung: Wer eine Arche besitzt, sieht nun den eigenen Arche-Bonus in der Liste der Spender bei fremden legendären Bauwerken. Auch schick. Und zuletzt kommt das Allerbeste. Unabhängige Kämpfe. Bei den täglichen Herausforderungen kann man nun unabhängige Kämpfe als Aufgabe bekommen. Diese sind völlig unabhängig von der Gildenexpedition oder der Provinzkarte. In meinem Falle hieß die Aufgabe, besiege diese sehr große Armee. Diese besteht aus zwei Wellen von Einheiten mit 140% Bonus auf Angriff und Verteidigung. Dafür braucht man keine freie Provinz mehr und es ist auch völlig egal, wo man gerade in der Gildenexpedition steht. Einfach klasse! Wie man im Video sieht, kann man wie in der Gildenexpedition Agenten einsetzen, die dann vom Computer vorrangig angegriffen werden, was den Kampf natürlich wesentlich erleichtert. Es gibt auch Aufgaben mit geringerem Schwierigkeitsgrad. Allerdings sind die Händler hier wohl irgendwie unter den Tisch gefallen. Jetzt müssen die unabhängigen Kämpfe nur noch bei Events und historischen Questreihen eingebunden werden. Ich denke, für dieses kleine, aber feine Update dürfen wir ein ganz herzliches Danke an InnoGames schicken.